Danke, Bruder. Oh! Wow, very good, very good. Wir probieren dieses Hähnchen. Packt ihr das so? Noch ein bisschen Reis mit. Zack. Knoblauchsoße. Schmeckt wie in der Sonnenallee. Guck dir dieses goldbraune Hähnchen an, Jan. Saftig, knapp. Hähnchen sieht gut aus. Hat jemand Hähnchen bestellt? Ja, du. Mmh, okay. Bon Appetit. Boah, Bruder, wie er schwitzt. Hat jemand Hähnchen bestellt? Boah! Wie warm ist es denn in Ägypten? Ja, du. Mmh, okay. Bon Appetit. Wir nehmen Hummus, gehen in den Reis rein und dann entsteht sowas, Jan. Oh mein Gott. Was sagst du zu Jonesy? Sehr soft und sehr clean. Hast du gerade Jonesy gesagt? Ja. Hey Ozan, ich möchte genau dasselbe auch haben. Ja klar. Boah, euer Knoblauch. Krieg so einen Haken. Geil, Wallah. Schick es hier rein. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es schmeckt. Oh, crunchy, crunchy Jackson. Es gibt selten eine 10 von 10, aber das ist eine 10 von 10. Es schmeckt besser als erwartet, meine Damen und Herren. Ein sehr erfolgreicher Laden. Weiter geht's. Und wir gucken mal einfach eine Katzenmutter mit ihrem Baby im Mund. Ich habe noch nie so eine kleine Katze gesehen. Hallo SpongeBob, oh magische Miesmuschel. Wird Jan jemals heiraten? Nein. Oh magische Miesmuschel. Wird Lasi jemals heiraten? Nein. Wird Siki jemals heiraten? Ja, schon verheiratet. Oh. Wir probieren jetzt einen schönen Saft hier in Hugarda, Ägypten. Was für ein... Digga, was hat er da geraucht? Mal heiraten. Ja, schon verheiratet. Oh. Wir probieren jetzt einen... Ach so, Zigarette. Schönen Saft hier in Hugarda, Ägypten. Was für ein Saftladen. Habe ich... Was für ein Saftladen. Shukran. Hafwen. Dann probieren wir mal den Saft aus dem Saftladen. Oder ist ein Milchshake? Bananen-Milchshake mit bisschen Knoblauchsoße. Knoblauchsoße? Endlich essen wir Kusheri. Ein Traum wird wahr. Seit Anfang meiner Reise möchte ich schon Kusheri essen. Keiner weiß, was das ist, aber wir essen das mal. Kusheri? Was ist Kusheri? Ja, genau. Du weißt es selber nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ey, vielen Dank für deinen Drei. Here is the best Kusheri in Hugarda. Big Show, danke dir auch. Das ist wie Biggie in Ägyptisch. Can you explain what Kusheri is? Kusheri in Skandarani. Okay, wir dürfen jetzt okay. Exklusive Einblicke in einen Kusheri-Laden. Assalamu alaikum, Shabab. Hier sind so Zwiebeln, keine Ahnung was es ist, Reis und Nudeln. Das ist wohl ein sehr berühmtes Gericht in Ägypten. Ein Kusheri zum Mitnehmen, bitte. Kusheri. Ein kranker Psychopath, wie er im Bilderbuch steht. Kinahar kann zu seiner Prime. Das sieht nicht interessant aus. Hä? Sind das Röstzwiebeln? Digga, hey, was ist das? Immer Nudeln, Erbsen und Kelloggs. Es nimmt nur ein bisschen Milch. Aufs Reis, auf die Kellogg's Frosties. Kusheri. Dieser Reis ist 1A, Bruder. Diese Kombination aus allen diesen einzelnen Gerichten hat was. Ich habe noch nie in meinem Leben Kusheri gegessen, aber ich habe viel davon gehört. Wow. Ein sehr interessanter Geschmack, den ich zuvor noch nie geschmeckt habe. Solide 10 von 10. Ja. Was? Oha. Auch sehr berühmt sind Nudeln mit Fleisch. Digga, vorhin hat er noch gesagt, ich bin selten einer, der 10 von 10 gibt. Zweimal hintereinander gibt er 10 von 10. Fleisch oder der speziellen Soße. Es hat eine sehr weiche Konsistenz, aber der Geschmack ist geil. Ein schöner Mann. Aywa! In Ägypten gibt es andere Automarken. Ein Mercedes ohne Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch im Himmel steht. Der nächste Laden. Achso, der macht. Unserer Tour. Salamoni, der beste Restaurant in Hurghada. Wallah. Wallah. Das ist Sikis Lieblingsrestaurant. Das, meine Damen und Herren, ist typisches Essen in Ägypten. Dorma auf ägyptische Art und Weise. Das habe ich auch schon mal gegessen. Sie schmecken wie von Anne gemacht, Bruder. Darf ich mal nebenbei was fragen? Wie schaffst du es in deinen Food-Videos so viel an einem Tag zu essen? Ich kann nicht mehr. Ja, ich will 100 Kilo. Erschreckend gut. Er hat schon die Taktiken. Das ist eine besondere Falttechnik. Wow. Er hat einen miesen Blatt gebaut. Die Bautechnik. Wir müssen hier reingehen und das Boot befüllen. Ist das gut, Habibi Seki? Bon Appetit. Hat jemand Minze bestellt? Very good. Yes, I know. Wer ist das denn überhaupt, dass er die ganze Zeit mit denen, dass sie die ganze Zeit mit denen chillen? Bon Appetit, like Egyptian Bilhana und Shifa. In Türkisch, Afiyet Olsun. Afiyet Olsun, Brother. Jetzt essen wir Köfte. John the fucking? Deren Taxifahrer? Sehr saftig, Bruder. Kullu tamam, Habibi.
Very good. Der nächste Laden unserer Tour, World of Sweet. Geil los hier, guck mal, raus kannst du die Kinder vermachen lassen. Weiß ich jetzt nicht. Oder einfach Ausrufezeichen King Cans. Und hier gibt's Süßigkeiten und dann. Malte, danke für den neuen Prime. Ich meine, ich Jump Broke. Freu mich drauf. Boah, der Laden sieht aber sehr, sehr cool aus. Wow, guckt euch mal diesen Tresen an, meine Damen und Herren. Da brauchst du einen Lolli. Hier ist ein Lolli. Digga, der ist größer als Lassos Kopf. Jetzt Baklava, McTani, no sugar. Baklawi? Yes. Okay, Jungs, auf 3. 1, 2, 4. Ja. Und ohne Zucker meinte er. Ihr seid doch meine Brüder. Check mir, Helver. Er meinte damit, ich darf ihn eigentlich nicht filmen, Helver. Guckt euch diesen schönen Teller an. Boah. Digga, aber ich sag euch ehrlich, so Baklava, Künefe und so, das kannst du nicht viel essen, finde ich. Bruder, du kriegst da wirklich Diabetes, wenn du da nur hinguckst. Und rein damit. Wow. Und dazu ein Käppchen. Haselnussgeschmack, Bruder. Ja, schmeckt krass. Was ist das? Habt ihr schon mal so viele Nüsse auf einem Fleck gesehen? Bereit, Laso? Ich bin ready. Komm, wir wollen die ehrliche Meinung. Boah, das war ein Biss. Das ist der Grund für Diabetes. Wenn ich noch einen Biss nehme, werde ich im ägyptischen Staatskrankenhaus landen. Deswegen werde ich keinen mehr. Er schmeckt genauso, wie es aussieht. Lila? Er schmeckt nach Lila. Der Geschmack erinnert mich ganz stark nach Kuscheri. Habibi, Seki. Ey, was hat er mit seinem Kuscheri? Wallah, ein schöner Ägypter. Oh, very sweet. Er ist einfach knocked gegangen. Er ist knocked gegangen vom Baklava. Have a good dream. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh. 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 Oha. Ronaldinho mit Eiskugel. Wir machen jetzt hier unser eigenes Eislauso. My name? Osman Iceman. Iceman? Osman? Osman, Iceman, Osman. Hä? Er macht around the world mit Eiskugeln. Oh. Gib mir über, ich möchte nur Eis essen, das reicht. Ey. Yalla. Ey. Money, oh, my was sind das für Leute, Digga? Hä? Was sind das für Leute? Wow, sieht aber geil aus. Unser selbstgemachtes Eis. Das beste Eis, was ich jemals gegessen habe. Ich sag doch. Es ist voll in der Luft rumgefallen. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat... Hat er vorhin nicht noch Haare gehabt? Ah ne, ein Bart. Und Haare hat er auch. Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat... Jakob, danke für deine 14. Wenn ihr dann sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wird uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao. Kuscheli. Kuscheli, bra. Boah. Ja, wenn noch das Video. Eine Woche nur Burger essen in Amerika. Boah. Alter, was ist das denn für ein Hammer-Burger? Ich kann die Augen aufmachen, schon wieder. Das sollte wirklich einfach nur verboten werden. Super zart. Mega samt. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Eine-Woche-Video von mir. Und das ganz Spezielle an diesem Video ist, Leute, zum allerersten Mal, seitdem ich die Eine-Woche-Videos mache, bin ich nicht auf deutschem Boden, sondern ich starte das Video auf amerikanischem Boden. Starte das Video aus Los Angeles, weil ihr habt gewartet, Leute. Ihr habt gewartet und gewartet. Über ein Jahr lang, 12 Monate lang, habt ihr auf eine Antwort gewartet. Und endlich kann ich sie euch geben, Leute. Wann bringt Monte sein Eistee raus? Ich habe ihn gefragt. Und Monte, wann bringst du dein Eistee raus? Cool Driven, den kannst du auch permanent bannen. Der fragt, wann ich meinen Eistee rausbringe. Also, Bruder, wo ist ja überhaupt gar kein Fingerspitzengefühl? Vor einem Jahr ungefähr habe ich eine Woche Burger in... Hä? Deutschland gemacht oder auch deutschlandweit, warum Holland hier und da, aber das war das erste Projekt. Ich habe mich versprochen, bei 50.000 Likes springe ich aus dem Fenster. Gibt es eine Woche Burger in Amerika? Und ihr wisst, Amerika ist das Land der Fettsäcke und Burger. Das beliebteste Fast von Amerikanern ist auch Burger. Und ich schwöre es euch, man merkt das auch. An jeder Ecke ist irgendwie ein neuer Schuppen, der Burger verkauft. Ich meine, das bei Subway gibt es hier irgendwie Burger. Tisch vor deinen Augen zubereitet. Deshalb kriegt ihr das heute. Das Projekt wird allerdings noch geiler, weil ich werde es ein bisschen anders machen zu den anderen Projekten. Sonst habe ich immer eine Woche am Stück Burger gegessen. Aber ich möchte euch die größtmögliche Variation bieten. Deshalb teile ich das Projekt ein bisschen auf. Und zwar wird es so sein, dass wir die ersten 2 Tage hier in Los Angeles sind. Hallo? Ja? Wenn du bei
Ruf mich einfach an, wenn du genau davor bist, weil ich komme dann sowieso komplett runter. Also eine Minute, bevor du da bist. Okay, gut. Ich hoffe, ihr habt nichts gehört. Weil genau hier gibt es ja extrem besondere Burger, die es nur hier gibt. Dann wird es einen Tag in Vegas zum Beispiel geben. Vielleicht dann der nächste Tag in Texas oder in Chicago oder so. Also er kriegt wirklich die Art, wie er redet, das stresst mich voll. Die Art, wie er redet, das stresst mich voll. Keine Ahnung. Führt ihr? Die größtmögliche Variation Burger und Amerika angeht in diesem ganzen Video hier. Deshalb ein Like wäre schmackhaft, du Fettsack. Aber was noch viel wichtiger ist, ich mache ja gerade eine Weltreise. Und ich will auf dieser Weltreise 100 Abonnenten erreichen. Das heißt, wenn du fettes Schwein noch nicht abonniert hast und Bock hast auf meinen dicken Arsch, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du einfach mal abonnieren würdest, du dickes Ding. Aber macht es, ne? Und wir fangen mit Los Angeles an aus einem ganz bestimmten Grund, Leute. Weil hier gibt es einer der krassesten Fastfood-Burger der Welt. Und das nur auf dieser West Coast-Seite, also nur wo es Los Angeles ist. Ah, er ist bei In-N-Out-Chat! Und zwar, ihr kennt ihn vielleicht schon, ne? In-N-Out-Burger. Der normalen Burger da, Leute, der ist schon wirklich gestört. Ich sag's euch, ich hab den schon gegessen und der ist wirklich gestört. Allerdings gibt's ja auch einfach, und das finde ich sowas von cool, Secret-Menüs, also geheime Menüs. So leicht zu haben, du musst nichts Großartiges echt machen, du musst nur was rufen. Und zwar Prank Bros, Prank Bros. Prank Bros, Prank Bros. Und schon hast du das geheime Menü von In-N-Out. Frittierte Pommes mit Käse oben drüber, zu geile frittierte Onions, also Zwiebeln. Und beim Burger hast du genau dasselbe, plus diese absolut magische, geile Scheiß-Tomate. Denk, ihr habt sie nicht gesehen oder was? Ja, jetzt mal wirklich, was soll ich damit irgendwie Frisbee spielen oder was? Hat der einen Kameramann? Bei In-N-Out gibt es halt diese ganz besondere Cannon-Sauce und die ist super special. Keine Ahnung, was ist, aber sie soll ultimativ lecker sein. Und ich habe, glaube ich, selten in meinem Leben so einen schmackhaften. Wer filmt denn gerade? Der muss doch mit einem Kameramann da. Ach so, seine Freunde. Ein Burger gesehen. Was ist denn hier los? Käse, diese Zwiebel. Das wird eine ganz genussvolle Woche, Alter. Alter, was ist das denn für ein Hammer-Burger? Unfassbar lecker. Und schmeckt so dermaßen amerikanisch, als ob ich Trump essen würde. Here we go. Soße von In-N-Out, ich weiß nicht, was das für eine Soße ist, aber die ist so. Und zwar die ja, jetzt übertreibt der, Digga. Ich sag ehrlich, die Soße war jetzt nicht so geisteskrank. Also die war schon gut, die Soße. Aber nicht, dass man sagt, oh, die Soße, wie lecker, oh mein Gott. Amerikaner haben keine Seegürkchen. Die sind so extrem in Essig eingelegt. Du spürst, als ob du eine Flasche Essig trinken würdest. Die haben die richtig verkackt in Amerika. Was euch, Leute, die Burger von In-N-Out machen süchtig. Das ist wirklich wie eine Droge, die du spritzen kannst. Frauen sind die Hunde. Und das ist mein Abwehr. Deswegen muss ich mir jetzt beim nächsten In-N-Out den Quattro holen. Hier ein Special-Menü. Der soll vierfach Fleisch und vierfach Käse haben, Mann. Ich nehme erstmal meinen Chicken Curry rein. Alter, Leute, was... Der hat Pommes gegessen, Video Clickbait. Eigentlich schon. Habe ich mir hier geholt. Das ist der Quattro. Viermal Beef und Triple Cheese. Ich schwör's euch, Leute, in Amerika schmeckt wirklich alles geil. Wirklich, als in Deutschland, ne? Mein Schuh. Warte mal, wo ist er denn? In und out. Den Quattro holen. Hier ein Special Menü. Der soll vierfach Fleisch und vierfach. Ah, ist immer noch bei In and Out? Quattro. Viermal Beef und Triple Cheese. Ich schwör's euch, Leute, in Amerika schmeckt wirklich alles geil. Wirklich, als ich in Deutschland, ne? Meinen Schuh gegessen habe. Ja, der war so eklig. Schuh schmeckt mir wieder absolut scheiße. Aber seit ich meine Schuhe in Amerika esse, meine Schuhe sind so lecker. Die Soße nimmst du und ballerst sie nochmal extra auf den Burger. Digga, warum ist er? Okay, Chat, ich hol kurz mein Essen ab. Yo. Ich zeig euch dann mein Essen. So, Chat, wir haben hier einmal Salat.
Dann haben wir hier einmal Tzatziki. Dann in Zeitungspapier eingewickeltes. Hier ist. Warte. So eine Kartoffel mit ganz viel Quark. Mag ich sehr gerne. Dann haben wir. Lammfleisch, Reis und Pommes. Okay, gut. Jeder kann vaginal zum Orgasmus kommen. Elefantkoma. Ist das viel Fett? Digga, seine Videos sind mir irgendwie zu heftig ADHS-like. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt weitergucken soll. Also, es ist nicht meine Art irgendwie. Es ist nicht meine Art von Videos, die ich gerne gucke. Wisst ihr, wie ich meine? Also. Keine Ahnung. Unsympathisch TV. Jo, Alter, hast du Bock auf ein Rennen oder wie sieht's aus? Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich wieder mein Lieblingsformat. Das heißt, wir schauen uns heute Chats an und unter anderem auch Tinder-Profile wie von Tony Tornado 65 verifiziert. Digga, das ist so respektlos. So respektlos. Toni, für dich nur das Beste auf Tinder. Natürlich lese ich heute Chats vor. Als Person A. Oder als Person B. Ich bin sehr gespannt, was heute geklärt wurde oder halt auch nicht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Du und Justus hatten ein Match am 12.01.22. Oha, was schickst du mir jetzt ein? Wir haben Dezember. Was wäre deine Frage, wenn meine Antwort ja wäre? Hast du einen kleinen Penis? Ja. Eigentor! Alina 185.306 Follower? Da bist du gegrätscht? Ich will der Allerbeste sein. Ich bin zwar nicht Glumanda, aber wenn ich dich sehe, brennt mein... brennt mein Schwanz. Oh nein. Okay, das ist witzig. Der Typ hat... Was hast du gepult? Du hast den Jackpot! Ah! Viermal Cowboy. Für den Papa. Isa, falls du das siehst, nach mir natürlich. Wer auch immer der Bruder ist, er hat den absoluten W-Riss ausgepackt. Sascha, was soll Riss sein? Stimmt. Glaubt ihr, ein Monte-Rentner weiß, was Riss heißt? Riz bedeutet ins Deutsche übersetzt, dass du besonders gut darin bist, Personen zu verführen, die du außerordentlich gut findest. Besonders dann, wenn diese Person eine Bitte... Hat er seine Route genommen und hat sie so weit raus... Niemals. ...ausgehauen und hat sie wieder reingeholt und hat den Big Catch gemacht. Hey, darf ich dich smashen? Na, wie random, haha. For real jetzt? Ja, warum nicht? Weil das so random und trocken kam. Aber ja, keine Ahnung, können wir. Yo! Ich hab Freunde in meinem Freundeskreis. Macht Sinn? Die kämpfen dafür, dass sie mal ein Date haben. Hey, ich bin Willi, 24. Ein Freund von Sascha und ich muss für meine Dates kämpfen. Zack, nicht aufgepasst und dann auf einmal... Was geht ab? Digga, warum skippt das? Jetzt kämpfen. Auf
einmal. Fiona 25. Über mich. Suche Drehpartner für OnlyFans. Entschuldigung. Oder Mann zum Heiraten. Fast das gleiche. Hä? Bitte nicht liken, wenn du kleiner als 1,85 bist. Oh, why always me? Weniger als 18 cm hast. Wohin will die damit? Keine Eigentumswohnung besitzt. In Klammer. Nur relevant für Szenario 2. Aus Prinzip. Digga, also. Real Talk. Ich hoffe, sie kriegen niemals einen Mann. Würde ich Fiona liken, wenn ich A. 1,70 wäre. B. 5 cm zu bieten hab. Und C. Arbeitslos wäre. Ja, moin Leute. Lea. 20. 77 Kilometer entfernt. Diese Intro. Wieder schauen. Und rein. Ja. Hey, siehst echt gut aus. Findet mein Freund auch. Ach so, sorry. Du hast ein Match mit Luis vom 3.8.22. Hey, what's up? Vergiss Superman, Spider-Man und Batman, denn ich bin your man. Fuck, man. Was sendet ihr? Warum? Rap ich nur von Sissis machen und Schlampen, die ich Pumps fand. Die Straße ist mein Revier. Du fragst mich nur ab. Hä? Come on, come on. Lieben wir. Bitte verpiss dich. Und an der Stelle erspare ich euch den Rest. Das geht noch 10 Songs so weiter. Hä? Hallo? Geiles Gespräch bei euch beiden. 23. August 2020. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. 23. August 2021. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Nein. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? Tod, Einzertüppel. Und ich muss euch eine Sache sagen. Dieser Chat ist so real. Er tut mir bis hier nach Hause einfach nur weh. Oh nein. Stadt Dortmund. Business Chat. Hey, liebe Stadt Dortmund. Könnt ihr mir sagen, wo ich Nukelan finde? Hallo? Was genau meinst du? Nukelan, diesen Eiern. Ja. Und an der Shoutouts an Ali Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt bin ich auch mal drauf reingefallen. Könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kuss geht raus. Und danke natürlich für die ganzen Baba-Einsendungen heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Paul, wegen dir bin ich in die Spielunke rein, Alter. Viermal Ramses gestern Nacht. Viermal Cowboy. Für den Papa. Ich komm nachher zum Dreh. Bleib doch mal entspannt jetzt. Geil. Satter Hugo. Ach, Digga, ich hab einen Shirazi, danke für den T1. Pullover an. Ich bin so kacke. Hab ich jetzt nicht dran gedacht. Ist egal. Tut mir, oh, das sieht ja noch so beschissen aus. Grüner Pullover und Schal. Da leck mich doch, Alter. Ja, ich kotze, wenn ich das sehe. Passt zum Hintergrund. Ja, ich seh aus wie ein Scheißgeist oder so eine Kacke. Zieh die Kerne auch, dass man nur den Kopf sieht. Ist ja auch so. Moin Leute, Trimax hier. Moin. Oh, nee! Fuck! Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Alter, wir versuchen jetzt dieses Bild von Dominik an die Wand zu bringen. Okay, Chat, watch this. Boom! Ach, Scheiße, ist so hoch, oder? Ah, doch. Nimm Wasserwaage. Nimm, als ob ich eine Wasserwaage habe. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es noch schiefer. Vielleicht sind wir doch Uhu Patafik. Scheiß nicht, Mann. Oh mein Gott.
hat hier vier Löcher und muss an die Wand montiert werden. Und ich kann das nicht. Und das zählt als technisches Equipment. Also ist das auch nicht mehr in meinem Zuständigkeitsbereich, sondern in dem Zuständigbereich von Alex. Oh, Digga. Egal, du warst zwischen meinen Schienen, Alter. Kennt ihr das, wenn euch das tot abfuckt dann? 50-Euro-Schlauchboot, Alter. Wo ist denn das Geld hingegangen? Ja? Unser Team ist die Elite der Elite. Ihr habt ein kleines rotes Gummiboot. Thorsten so fast wie ein Ab mit den Hobbypaddlern. Wo soll der Arzt paddeln können? Die Hobbypaddler. Ja, 72. Von die Seahawk 2, Alter, die gute Seahawk 2. Die Seahawk ist unterwegs, Nova. Das kann doch nicht, das sieht aus wie der Müll. Du erkennst gar nicht unter dem Müll. Oh, das gibt's nicht. Oh, Bruder, das ist ja fertig, Alter. Ich bin fertig mit Nerven. Guck dir mal dieses Bild auch, Alter. Das ist wirklich wie aus dem Schulbuch. Der Doktor ist da. Hä? Als ob! Ich hab die Folge gar nicht gesehen. Ich wusste schon, warum ich mich mit Code Red holen lasse. Bin dann ganz bescheuert. Wir können uns ja mal ganz kurz hier den Trailer angucken. Also, der Trailer, hallo, was erwartet ihr denn von dem Trailer-Chat? Erwartet ihr, das ist eine Live-Show, wie soll ich euch denn, bitteschön, aus einer Live-Show einen Trailer zusammenschneiden, wenn die Show noch nicht gelaufen ist? Achso, was? Ach mal, jetzt, hä? Wieso werden das gefiltert, Digga? Ah, jetzt sehe ich das ja erst. Ihr habt nur Musik gesehen? Ich kenne eine Firma, die gerade mit veganen Produkten auf den Markt gegangen ist. Die gibt es schon ein bisschen länger, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ist ja auch, spielt ja auch keine Rolle. 10, 9, 8, 6, 7. Leute, was geht? Hallo, Tricksy und so. Und jetzt denkt erstmal an Tricksy, weil dann ist alles in Ordnung. Wer zum F*** hat dieses Bild erstellt? Wahrscheinlich soll das Vicky sein, Digga. Das sieht ein Blinder, dass das Carsten ist. Ich habe überhaupt nicht ansatzweise so eine Nase. Ja, was wird denn aus mir gemacht? Aus einmal bin ich dicker, dann wird meine Nase bearbeitet. Ja, das Profilbild sieht eher aus wie eine Mischung aus mir und Carsten. Natürlich macht deine Nase dich aus, weil das ja auch 70% deines Körpers ist. Damn, Boy. Das ist immer noch das allerbeste, Digga. Falls es dann wieder losgeht mit der Clownsnase, dann wisst ihr Bescheid. Den Song hasse ich. Egal, welchen Song ich angemacht habe, ne? Als wir in Malle waren, Trimax fand jeden Song, den ich angemacht habe, einfach scheiße. Egal. Außer einen und der war von Drake. Weiß nicht, kennst du Trimax? Nee. Hä? Was ist das? Du Assi. Warum spielst du immer noch Fortnite? Wieso, was soll das denn sein? Ja, wie alt bist du? Ich bin, boah, scheiße, Mann, ich bin 28. Ja, deswegen frage ich hier. Der jetzt gerade gefragt hat, hört sich irgendwie an wie ein YouTuber. Wer ist jetzt so? Na, ich? Ja. Nein, wie du. Genau, ja, genau du. Das ist wie ein kleines Kind, Alter. Sei mal leise, keiner will die Karte. Ja, die Flagge, Digga. Ich kenn diesen, aber wie heißt denn der jetzt? Komm, einen kennst du. Ich hab den mal auf dem Laptop. Der hat so ein Aquarium bei so einem YouTuber-Rentner oder so. Ah, der Rentner. Monata Black. Ja. Der Rentner mit dem geilen Aquarium. Ja, den kennt jeder. Der ist super. Ich lieb den Typen. Kennst du den? Na klar kenne ich den. Der kommt auch aus Hamburg. Wunschzettel von Saschas Mod. Damit auch weihnachtliche Stimmung aufkommt. Dabbing Weihnachtsmann Weihnachten Christmas Gift T-Shirt. Russell Hobbs Multifunktionsgerät. 3-in-1 Sandwichmaker, Waffeleisen, Kontaktgrill. Yes. Mann, ich will auch einen Sponsoring-Dings haben, Mann. Ich will auch meinen Mods irgendwas schenken.
Obwohl, eigentlich haben sie es nicht verdient. Da. Boah. Oder doch? Ich weiß ja nicht. Oh, Bruder, jetzt noch zum Abend, zum Bett gehen, Serie. Oh. Mit einem schönen kalten Glas Milch. Boah. Kaltes Glas Milch. Sag mal, hallo? Oh, nee, Feister, du bist... Nee, Feister. Nee, mein Bester. Nee, ich kann es heute nicht mehr. Ich hatte heute von 12 Wishlists, hatte ich 6-mal Vita-Welt. Bro, schon wieder einer mit Vita-Welt. Ich kann es nicht mehr. Erstmal eine Pulle Vita-Welt. Chat, ganz schlimme Wishlists. Digga, es gibt doch aber so viele Leute, die berühmt sind, obwohl die nichts können. Guck uns an. Das stimmt nicht, ich war mal richtig krass. In was, Bro? In was wieder, ne? Hey, ich war mal Top 200 in Fortnite am Anfang, als rausgekommen ist. Mach mal, das brauchen wir, um ins Hugo-Video zu kommen, dann lachen alle. Sorry, Bro, muss ich das so... Du kannst das Meer nicht aufhalten. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der das Meer aufhalten kann, wenn er Aquaman so macht. Power! Jeremy Fragrance. Was ist denn das hier, Alter, für ein Spinnennetz? Was ist denn das hier für ein Was ist das denn hier? Was ist dieser Bereich hier? Ich hab das jetzt nicht. Marcel hat sich das wohl tätowieren lassen, ne? Marcel hat sich original, das gibt's doch gar nicht, oder? Das kann doch gar nicht sein, oder? Bruder Marcel, Geschmack hat er! Ich hätte auch ein Bild geschickt, dass wir es detailgetreuer hinbekommen, aber ich finde es schon nicht schlecht geworden. Wiederschauen! Oh mein Gott! Und reingehauen! Ich sag ciao, wiederschauen und reingehauen. Bleib eigentlich mein Fressen, Digga. Digga. Hugo ist so ein Schlingel. Er hat einfach für einen 2-Sekunden-Clip. Da! Ich hätte auch ein Bild geschickt, dass wir es detailgetreuer hinbekommen, aber ich finde es schon nicht schlecht geworden. Wiederschauen. Für einen 5-Sekunden-Clip hat er sie in Thumbnail gepackt. Schlau im Leben. Und guckt mal, dieses Video hat mehr Views gemacht als die. 1, 2, 3. Von den letzten 5 hat das am meisten Views. Schlau im Leben, der Mann. Und reingehauen. Er weiß, wie man Geld macht. Ich sag ciao, wiederschauen und reingehauen. Bleib eigentlich mein Fressen, Digga. Meine Bestellung wird bald eintreffen. Besser ist es. Ah. Oh, und die Pizza ist nicht gestimmt. Der Tag könnte nicht beschissener sein, ne? Mund auf. Also Leute, heute gibt's einen geilen Special. Zurück in der Zentrale. Wollen wir uns das angucken? Boah. Sieht gut aus. Okay. Was sonst? Boah, eine Sache muss ich gucken. Das habe ich vorhin gesehen. Ich teste deutschen Döner in Dubai. Tom Supreme. Eins, zwei. Da habe ich den. Habe ich ein bisschen was am Anfang gesehen. At YouTube. LOL. Ja, ich weiß nicht. Also was Wasser angeht, habe ich auf jeden Fall keine Angst. Seven vs. Wild, die wohl gehypteste Serie auf YouTube Deutschland, die es jemals gab. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Aber ich habe mich gefragt, wie lange kann man wirklich ohne Helikopter... Meine Maus ist voll mit Fett. Ohne Boote, ohne Absicherung oder ohne einen Notrufbutton mit nur 5 Gegenständen auf einer einsamen Insel überlegen. Ah, stimmt! Ich wollte das Celtics-Video gucken. Das hat safe schon jeder gesehen, das Video. Ich guck mir lieber Celtics an. Da. Wie deutsche Modemarken von ihren Produzenten gescammt werden.
Egal ob Peso, 6PM oder Vicinity. Sehr viele Trendmarken für Streetwear produzieren ihre Klamotten in der Türkei. Häufig produzieren die türkischen Fabriken jedoch höhere Stückzahlen als von den Auftraggebern verlangt und verkaufen den Überschuss dann an den Einzelhandel im eigenen Laden. Da die Klamottenlabels natürlich trotzdem die Rechte an den Kleidungsstücken besitzen, daran aber nicht mitverdienen, ist das Ganze, vielleicht habt ihr es schon gedacht, illegal. Da ich gerade erst in Istanbul war, naja, Pilzeboss, hör mal zu, wollte ich mal abchecken, wie groß der beschriebene Missstand dort ist. Dieses Video ist das Ergebnis meiner Nachforschungen. Passend zu diesem Video, perfekter Zeitpunkt, kleine Werbung für eigene Sachen. Meine Modemarke Hanami wird zu You The World. Wer sich dafür interessiert, warum und was sich ändert, der kann gerne nach diesem Video auf meinen Zweitkanal vorbeischauen, da wird alles im Detail erklärt. Auf jeden Fall ist heute meine neue Zipjacke, die ihr hier gerade seht, released worden. Top Quali wie immer und super boxy fit, so wie ihr es kennt. Sehr tolle Jacke, perfektes Weihnachtsgeschenk. Die ersten 24 Stunden könnt ihr sie mit diesem Code für 10 Euro günstiger bekommen, danach wird es nicht mehr einen so krassen Rabatt geben. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin auf das ganze Thema durch folgendes TikTok aufmerksam geworden. In den letzten Jahren gibt es immer mehr neue Streetwear-Marken. Wir haben eine Sache gemeinsam, produzieren fast alle in der Türkei. Aber vielleicht eine Sache, die die Marken nicht so beachten. Wenn zum Beispiel 6PM den Auftrag gibt für 1000 Jeans, produziert die Fabrik einfach 1200. Und während 6PM dann die 1000 Hosen für jeweils 15 Euro kauft, verteilt die Fabrik die 200 Hosen, die sie extra mehr produziert haben, an einzelne Shops in Istanbul für 25 Euro. Und während Schlau im Leben von denen eigentlich. Bald illegal. 6PM die Hose dann online für 100 Euro verkauft, kannst du die exakt gleiche Hose für 50 Euro bekommen. Das erste, was ich mir gedacht habe, ist, brutaler Money-Glitch, wenn man ganz viele Pieces einfach in Istanbul kauft und dann in Deutschland weiterverkauft. Aber stimmt. Ist an sich natürlich so nicht möglich, weil man ja durch den Zoll muss und sowas. Und wenn man da erwischt wird, dann ist man echt gefickt. Deswegen macht das lieber nicht. Hört sich alles super interessant an und natürlich wollte ich herausfinden, was da so dran ist und was die Leute vor Ort da so sagen. Außerdem wollte ich auch genau gucken, welche Marken denn dort vor Ort sind. Deswegen sind wir nach Istanbul geflogen. Digga, er macht sich immer so einen Aufwand, so geil. Er fliegt extra nach Istanbul für ein Video. Was geht, Leute? Wir befinden uns auf der asiatischen Seite von Istanbul. Wir stehen direkt vor einem von, ich glaube, 3 Läden. Bin sehr, sehr aufgeregt. Beobachte mal, was der sagt oder ob er guckt oder so. Am besten, wir stellen ihn noch zur Rede. Oder Kubi macht es auf Türkisch. Stay high auch. 6 PM. 8 the 3 AB. Ich hab's legit irgendwie nicht glauben können, dass die Sachen real sind. Plus, dass man sie dazu für nur die Hälfte des eigentlichen Preises kaufen kann. Aber die Quali hat wirklich gepasst. Krass. Ich wollte dann aber nochmal sicher gehen und habe deswegen ein paar Pieces mitgenommen, damit ich mir dann etwas Zeit nehmen kann, um die Pieces nach eventuellen Fehlern abzuchecken. Ich zeig's euch jetzt mal, ich habe hier ein Cole Buxton T-Shirt. Ist, glaube ich, so eher UK bekannt. Auf jeden Fall Quali wirklich, wirklich gut, Alter. Man merkt das. Sehr schwer auch das T-Shirt und sehr, sehr nicer Schnitt mit Backprint. Cole Buxton Sport. Digga, der Mann hat wirklich einen endlosen Money-Glitch gepostet. Ich hätte das Video so nicht hochgeladen und so mein Geld damit gemacht. Sportswear Designer from England. Und ich sehe eigentlich keinen einzigen Fehler. Etikett komplett clean. Auch der Backprint auch kein einziger Fehler. Und da kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen, ne? Das T-Shirt kostet normalerweise 90 Euro. Hab's für 40 bekommen. Hier haben wir eine A3B Zipjacke. Top-Qualität. Etikett auch alles clean. Auch der Print. Ich sehe keine Fehler. Es ist alles wie als hätte ich bei A3B bestellt. 40 Euro gekostet statt 90. In den gesamten Shops habe ich eigentlich nachgeguckt, ob es viele Pieces mit Fehlern gab. Aber eigentlich war alles komplett normal. Also war das halt eher alles überproduzierte Ware. Es ist einfach so, dass die einfach mehr produzieren, als aufgegeben wurde. Wenn Leon jetzt sagen würde, beispielsweise 1000 Stück produzieren, dann produzieren die 1100, 200 Stück und der Rest landet eben in solchen Läden. Oder es sind Produktionsfehler, also das sind dann kleine Details falsch oder falsch genäht, falsch aufgestickt und dann landen die Produkte ebenfalls dort. Aber warum produzieren alle in der Türkei? Weil die Quali gut ist und weil es günstig ist? So kommt es zustande. Gerade jetzt zu Weihnachten ist es ja kein Geheimnis mehr, dass wir echt viel Geld für uns und für unsere Liebsten ausgeben. Da verliert man halt eben sehr schnell den Überblick. Und deswegen möchte ich euch heute die Klarna-App zeigen. Klarna ist viel mehr als ein... Okay, Tamam, Digga. Ich habe schon Minus gemacht mit Klarna, Digga. Die haben mein Leben gefickt. Im zweiten Shop haben wir dann noch Brands wie Favela oder auch Elevate entdeckt, natürlich auch zu günstigsten Preisen. Dann waren wir auf dem Weg zum dritten Shop und da hat uns schon etwas sehr Besonderes erwartet.
Bro, Kubi, siehst du gerade, was ich auch sehe? Wir schwören, es ist nicht. Halt mal kurz. Wir sind gerade auf dem Weg zum dritten Laden. Bro, das sieht so surreal aus. Das sieht aus, als hätten wir das da hingehangen. Leute. Ich dachte, wir sagen, das ist deine Marke. Nein. Das können wir machen eigentlich, ne? Ja. Ich bin wirklich sprachlos gerade. Ich habe gerade eben noch so im Kopf mit mir gewitzelt. Stell dir vor, da ist das Nasenhaar. Stell dir vor, von der neuen Kollektion ist schon was drin. Oder bevor was? Ich die überhaupt verkaufe. Oh mein Gott. Wer jetzt komplett auf dem Schlauch steht. Meine erste Kollektion ist in einer dieser Läden dabei. Ich lasse sie auch in Istanbul produzieren. Digga, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Bro. Okay, wir gehen rein. Aber auf Sneaky. Oh, Osenin Markan. Ich finde es echt krass, dass selbst meine Modemarke in einer dieser Shops ist. Ich wusste gar nicht so, wohin mit mir. Dementsprechend habe ich mir gedacht, dass das bei den anderen Brands wohl genauso sein wird. Ich habe aber mal ein bisschen rumgefragt. Hallöchen, natürlich ist es nicht abgesprochen. Vielen Dank für deine Nachricht, da werde ich mal in der Produktion anrufen müssen. Das ist ganz, 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 ganz große Scheiße. Vielen Dank für deine Nachricht, das ist eine sehr gute Information. Die größeren krass. Brands wie zum Beispiel Favela oder Picos wussten bereits, wovon ich rede. Das war deren Antwort. Wir sind da auf jeden Fall dran. So ganz abgesprochen ist das mit unseren Produzenten natürlich nicht. Die Klamotten werden eigentlich immer im Schwarzmarkt ohne irgendeine Permission verkauft und wir können wenig dagegen tun, weil sie dir sagen, dass die beklaut wurden oder sie lassen sich halt was anderes einfallen. Und auch ich habe natürlich meine Agentur gefragt. Oh nee! Es denn alles sein kann, ob sie überhaupt Bescheid wissen und natürlich wussten sie nicht Bescheid. Die Antwort des Produzenten war, dass wohl Mitarbeiter unerlaubt die übrig gebliebenen Pieces mitgenommen haben und sie so in die Shops gekommen sind. Er geht die ganze Sache nach und gibt uns Bescheid. Wir wollen natürlich, dass er nicht mehr in den Shops landet, beziehungsweise dass uns Bescheid gegeben wird oder mit uns abgeklärt wird. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und sind in festen Kontakt mit unserem Produzenten. Jetzt fragen sich manche von euch bestimmt, warum... Ja, ich bin so abgefuckt, Digga. Mann! So. Oh, nee, ne? Nee!
Chat. Oh, ein Stück von meinem Zahn ist einfach... Ein Stück von meinem Zahn ist einfach abgebrochen. Oh. Oh mein Gott. Ich habe übertriebene Schmerzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Oh. Boah. Boah. Zahnarztnotdienst. Ah, wahrscheinlich gehe ich jetzt zu einem Zahnarztnotdienst. Wahrscheinlich, Digga, in meinem Dorf wäre ich froh, wenn ich überhaupt einen Zahnarzt habe. Zahnarztnotdienst. Aus dem Nichts. Krass, Alter. Warum supporte ich überhaupt das Ganze noch? Warum mache ich genau in diesem Video auch noch Werbung für diese neue Jacke hier, die eventuell von einem Produzenten sein könnte, der halt eben Kacke gebaut hat? Ganz einfach, weil es zu spät ist. Die Jacke hier ist schon monatelang geplant, wurde schon produziert, bevor ich von der ganzen Sache Bescheid wusste. Ich hatte ja auch gar keine Ahnung, dass eventuell meine Produzenten da involviert sein könnten. Deswegen habe ich da auch einfach produzieren lassen. Die Qualität an sich ja, alles stimmt etc. Natürlich könnte ich jetzt auch einfach schweigen oder lügen und sagen, hey, ich bin da nicht betroffen, bei mir ist alles clean. Aber ihr wisst, ich möchte transparent sein und super ehrlich. Und wenn ihr jetzt diese... Ich glaube schon, Pesobos. Jacke kauft, supportet ihr zwar den Produzenten, das weiß ich, aber ihr supportet vor allem mich damit, weil ich jetzt sehr viel Geld in diese Jacken rein investiert habe und ich weiß ganz genau, dass durch dieses... Fragst du mich wegen Among? Eli, ganz schwer, sage ich dir jetzt schon. Ah, schwer. Schwer, 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 schwer. Schwer. Among sehr schwer. Pummel, ja. Among schwer. Videojacken halt weniger verkauft werden als normalerweise sonst. Aber wie gesagt, ich möchte ehrlich sein, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Chat, aber wenn ihr sehen wollt, ich hasse Among. Ich hasse über alles Among Us. Wirklich. Macht, aber ich könnte sonst nicht mit gutem Gewissen diese Jacke verkaufen. Wisst ihr, was ich meine? Und das werde ich auch später noch in der Endcard sagen. Ich werde natürlich alles dafür geben, dass das in Zukunft nicht nochmal passiert. Falls das passiert, dass wir den Produzenten so schnell wie möglich wechseln. Das verspreche ich euch und das möchte ich auf jeden Fall so durchziehen. Ich bin wirklich voll dafür, dass man auch die Pieces verkauft, die zu viel geworden sind oder auch Produktionsfehler haben. Sonst würde es ja alles in den Müll landen. Aber es wird dann eben dann mies, wenn man erstens nicht Bescheid gibt, damit man keine Provision abdrücken muss. Und zweitens mit Absicht mehr produziert, ohne Bescheid zu geben. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir können den Leuten nur vor den Köpfen gucken. Man kann immer lügen und das behaupten. Und das nutzen die Leute in der Produktion halt wahrscheinlich aus. Die Frage ist halt, was mache ich jetzt? Was macht ihr jetzt? Was machen wir jetzt? Sollte man jetzt deswegen nicht mehr bei 6PM, LFDY, für jede Streetwear-Brand einkaufen? Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, für meine Brand habe ich klipp und klar gemacht, dass sowas in Zukunft nicht geht. Und auch Dave hat das so kommuniziert. Aber höchstwahrscheinlich hat es auch ein Justin oder ein Nolo von LFDY bereits schon gemacht. Am Ende des Tages passiert es leider immer wieder und wir können leider nichts dagegen machen, weil in Istanbul halt einfach andere Regeln herrschen. Die andere Option wäre natürlich, die Produktion zu wechseln. Aber zu welcher? Woher soll ich wissen, dass eine andere Produktion in der Türkei oder auch in Portugal nicht genauso Schlingel als Mitarbeiter hat? Soll man dann in China produzieren lassen, wo alles total intransparent ist? Auf gar keinen Fall. In Deutschland vielleicht? Leider viel zu teuer und noch lange nicht so erfahren wie Türkei. In Istanbul gibt es nun mal wirklich Top-Notch-Produktion und deswegen bleiben halt eben die meisten Brands auch dort. Auch weil der Brand durch diese Aktion von den Produzenten ja auch nicht so direkt geschadet wird. Deswegen sagen halt die meisten großen Brands so, ja, natürlich ist es kacke, aber was willst du halt tun? Dann überlegt man halt zweimal, macht man so einen großen finanziellen Schaden dadurch? Eigentlich nicht, deswegen fuck it. Ich bin gerade mitten in der Produktion von diesem Video und ich habe gemerkt, ich habe komplett verschissen, denn ich bin eigentlich überhaupt nicht besser als die Produktion in der Türkei. Die meisten von euch sollten es ja mitbekommen haben, letzte Woche kamen meine Cornflakes raus, es ist super gut angekommen, wir sind nach einer Stunde ausverkauft gewesen, das Feedback war unglaublich. Update-Video, ob wir in Rewe etc. reinkommen, kommt noch dieses Jahr, aber bei diesem Projekt gab es eine Sache, die ich sehr, sehr bereut habe, nämlich, dass ich Strymax Sammelkarte benutzt habe, ohne dass er mir das Go gegeben hat. Das war wirklich total dumm und im Endeffekt bin ich überhaupt nicht besser als die Produktion in der Türkei. Um ehrlich zu sein, hätte ich niemals gedacht, dass dieses Cornflakes-Projekt so riesig wird. Und ich war auch überhaupt nicht Verkaufszahlen gewinnorientiert. Ah, ja, aber das wäre ja nicht... Findet das Trimax schlimm, dass es passiert ist? Oder so. Ich verzichte ja auf alle meine Einnahmen. Das mit den YouTuber-Karten sollte einfach nur ein nices Extra sein. Ich möchte mich nicht irgendwo hochziehen. Wie gesagt... Ja? Hat er gesagt?
Ich habe einfach gedacht, das ist ein cooles Projekt. Und war nicht so begeistert, okay. Okay. Jetzt wird es schon okay finden, ne? Warum sollte er was dagegen haben? Ich habe einfach nicht zweimal drüber nachgedacht und möchte mich hiermit auf jeden Fall... Ist okay, aber nicht geil. ...auf jeden Fall aufrichtig entschuldigen. Sowas wird nie wieder vorkommen. Und wir stehen schon im Kontakt mit dem Management von Trimax, um das irgendwie wieder gut zu machen. Aber das werdet ihr alles im Detail nochmal beim Update-Video hören. Man kann jetzt schon irgendwo von Karma sprechen, weil ich bin jetzt mal selbst der Betroffene und habe durch dieses Türkei-Produktionsding schon gemerkt, wenn es einen selbst betrifft, dann ist das schon ein Scheißgefühl auf jeden Fall. Dadurch habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass man auf jeden Fall immer kommunizieren muss. Es tut mir leid. Es ist wirklich große Kacke und vielleicht pisse ich mir damit selbst ans Bein. Aber lieber mache ich meinen Mund auf, anstatt zu schweigen. Ich werde das Ganze auf jeden Fall in Zukunft vor allem auch wegen Yodo World verfolgen, damit das Ganze jedenfalls bei uns nicht nochmal passiert. Mich würde eure Meinung sehr interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten checkt Yodo World ab, holt euch ein nettes Weihnachtsgeschenk oder kauft es euch selbst. Mit diesem Code spart ihr wie gesagt 10 Euro. Das war's mit diesem Video, abonniert den Kanal, falls ihr mich supporten wollt. Haut rein und ciao. Einfach auch Elevate-Sachen da. Und von seiner eigenen Marke auch Sachen da. Krass. Bald gibt's da auch meine Klamotten. Chat. Irgendwann. Chat. Wir haben ein Channel auf Twitch. Der heißt Livestream. Nee. Twitch Recap. Sendet hier euer Twitch Recap ein. Welche Leuten ihr am meisten zugeguckt habt. Ich will mir das jetzt mal angucken. Ich will mir mal angucken, wen ihr so guckt. Euer Recap. Auf Discord, ja, auf Discord. Anzahl der zugesehenen Stunden ist 100... Digga, 1800 Stunden, ist das viel? Das ist doch viel, oder? Wie viele Tage sind das? Beliebteste Emotes, mein 420 Emote. Auch stark. Mein 420 Emote. Lieblingsstreamer Rohat, Eli, Isco und Sydney. Auch eine ganz wilde Mischung. Aber geil, finde ich cool sowas. Chatnachrichten 7280. Kanalpunkte 10 Millionen. Tschüss. Angesehene Tage. Was ist angesehene Tage? Wie oft er am Tag auf Twitch gegangen ist? Ah, okay. Der ist auf jeden Fall eine Twitch-Sucht. Top 1% der... Naja, nicht die Recap. Recap. Dieser Recap muss es sein. Aha. X-Le-Lena. Wer ist X-Le-Lena? X-Le-Lena. X-Le-Lena. Aha. Aha. Da hängt er also im Chat, hä? Da hängst du im Chat mit Anime-Profilbild. War klar. War klar. Anzahl der zugesehenen Stunden 2680. Angesehene Tage 290. 1,6 Millionen Kanalpunkte. Und 9000 Chat-Nachrichten fast. Lieblings-Emote X-Rohat-L. Ist ein gutes Emote. Und... angesehene Kategorien, Just Chatting, Valorant, GTA und FIFA. Cool. Sneaky Zero. 2130 Stunden, 287 Tage, 1,8 Millionen Kanalpunkte. Juro hat drei Emotes von mir, meine Favorites. Wer ist Django Mango? Django Mango. Kenn ich gar nicht. Django? Django Mango? Django Mango. Macht der GTA?
Nee. Achso, ist so ein kleinerer Streamer. Okay. Kleinerer Streamer. 500 Follower. Aber auch cool. Spyro, das will ich sehen. Spyro. 9.990 Anzahl der zugesehenen Stunden. Digga, 9.900. Digga, 10.000 Stunden. Warte mal, 10.000 Stunden hingen allein auf Twitch. Warte mal. Hä, das ist Safe Cap, dieser Recap. Das kann nicht sein, dass Spyro nur 3.000 Chatnachrichten hat. Der hat safe viel, viel mehr. 100%. Tage? Hä? Hä? Da werden nur Webchat-Nachrichten angezeigt, nicht die über Chatterino und... Digga, warte mal, das ist doch mathematisch nicht möglich, dass er 9.990 Stunden geguckt hat und 337 angesehene Tage. Das ist doch gar nicht möglich. Spyro ist schon so viel auf Twitch, der hat einfach den Twitch-Bot selber zum Spacken gebracht. Twitch-Recap. Ah! Stimmt, der kann... Digga, er ist so ein Crackhead, er guckt 2 Streams gleichzeitig. Oh mein Gott! Deswegen! Junge, wie kann man so ein Twitch-Suchti sein, wirklich? Also Spyro, du hast ernsthafte Probleme, sage ich. Junge, Junge, Junge. Du warst ein Lokalheld. Digga, du bist bei 143 Channels Mods? Was? Niemals. Digga, wo bist du denn überall Mod? Moderierte Stunden 7443. Moderierte Stunden. Wie viel sind 7443 Stunden in Tage? Wie viele Tage sind das? 310 von 365 Tagen als Mod gearbeitet. Digga. Und bekommt nicht mal Gamers Only. Digga, also. Krass. 2360, 315 Tage, 3 Millionen Kanalpunkte, Chatnachrichten 813. Lieblingsstreamer.